Hey Leute, in diesem Video will ich euch den Unterdruckhahn ein bisschen näher bringen. Und zwar ist es so, dass der, also es wird nur ein ganz kurzes Video diesmal, der Unterdruckhahn ist eine sehr häufige Fehlerquelle und viele Leute, was soll ich sagen, er kriegt einfach zu wenig Beachtung und dabei macht er sehr, sehr viele Probleme. Und zwar schaut mal hin hier auf den Tisch. Ich habe hier zwei verschiedene Modelle. Der hier zum Beispiel ist ein Unterdruckhahn. Der wird in den Tank reingeschraubt und dann hier mit der Mutter festgemacht. Dann hat er hier so einen Filter drin stecken, der filtert das Benzin, bevor das in den Motor weitergeht. Und der Unterdruckhahn funktioniert einfach so. Hier unten ist, wird Unterdruckhahn angelegt. Und das ist die Benzinleitung, die dann auch zum Vergaser geht. Und da kommt das Benzin raus, sobald hier Unterdruck anliegt. Schaltet ein Ventil, das öffnet praktisch nach unten und dann fließt das Benzin von hier oben durch diese Leitung zum Motor. Also recht simpel. Falls ihr Probleme habt, dass ihr mal, dass euer, wie soll ich sagen, dass euer Luftfilterkasten da Benzin raustropft oder aus dem unten irgendwo aufs Vergaser läuft Benzin raus oder euer Motor tropft aus dem Auspuff Benzin, dann wisst ihr ganz genau, dass der Unterdruckhahn nicht mehr dicht ist und das Benzin läuft von oben durch. Oft passiert das Problem auch nur, wenn man vollgetankt hat, weil der Vergaser selber hat ein bisschen Kraft, der kann das Benzin zurückhalten. Wenn man zum Beispiel vollgetankt hat und der Tank sitzt ziemlich weit oben, dann drückt er so viel Kraft drauf auf den Vergaser, dass es, also wenn der hier nicht ganz dicht ist und durchläuft, in den Vergaser geht und dann da durchläuft und dann habt ihr tierisch Probleme, es läuft irgendwo raus, es springt schlecht an und sowas. Dann zeige ich euch gleich mal, nee, ich zeige euch nochmal das andere Modell und zwar so eins. So sieht das hier aus. Hier habt ihr, es gibt verschiedene Arten von Unterdruckhähnen. Der hier ist zum Beispiel einer mit vier Anschlüssen. Hier steht drin, also hier würde das Benzin reinkommen vom Tank. Hier wird es rausgehen zum Vergaser. Hier ist für die Tankbelüftung, wird er angeschlossen und hier wird der Unterdruckhahn angeschlossen, also die Unterdruckleitung angeschlossen. Es gibt verschiedene Systeme. Das sind so die zwei häufigsten. Dann gehen wir mal direkt an den Roller und ich zeige euch, wie er da funktioniert. Okay, hier habe ich gerade einen aktuellen Roller, an dem kann ich es genauer zeigen. Und zwar schaut mal hin. Hier habt ihr zwei Leitungen und der Roller steht jetzt schon einen Tag. Benzin ist ziemlich viel drin und die beiden Leitungen müssen komplett wirklich trocken sein. Hier darf absolut nichts feucht sein und das sieht schon mal richtig aus. Hier unten ist der Unterdruckhahn verbaut. Moment, ich kann mal jetzt ein bisschen Licht machen. Dann sieht man das besser. So, das ist der Unterdruckhahn. Hier, genau, hier oben läuft das Benzin raus und hier unten ist der Unterdruck. Wenn Vakuum anliegt, dann öffnet es und dann läuft es hier raus. Und ich zeige euch jetzt hier mal direkt am Beispiel, wie das funktioniert. Und zwar habe ich mir hier das Döschen bereitgestellt. Das ist die Unterdruckleitung. Sobald ich hier Unterdruck anlege, muss aus dieser Leitung hier Benzin rauslaufen. Und nur dann sollte Benzin rauslaufen. Und wenn ich hier das Vakuum wieder wegmache, dann müsste es aufhören. Und zwar, man kann jetzt, viele nehmen eine Spritze, saugen dann dran und ziehen dran. Viele machen das mit dem Mund, saugen einfach dran, finde ich persönlich eklig. Ich habe mir so ein kleines Fläschchen. Sobald ich das zusammendrücke, entsteht da drin Vakuum und das kann ich nutzen. Sobald ich das hier jetzt habe ich hier Vakuum drauf, ich schließe das an und sobald ich das Fläschchen loslasse, müsste hier unten Benzin rauslaufen. Und zeig mal, damit man die Flasche auch sieht. Moment, so, genau. Jetzt lasse ich los und es läuft raus. Jetzt ziehe ich die Flasche weg, zeige auf die Flasche, so, und es hört direkt wieder auf. Klar, jetzt tropft es noch ein bisschen nach hier, aber das ist halb so wild, weil es ist noch Restsprit aus der Leitung hier. Okay, das war eigentlich auch schon alles zum Unterdruckhahn, weil viele nehmen den, also mir ist das selbst tatsächlich schon passiert, ich kaufe einen neuen, baue den ein und der hat auch schon ein Problem, dass er undicht ist oder irgendwie nicht funktioniert. Oder viele nehmen einfach von einem anderen Roller, bauen den ein und sagen, ja, der muss auch funktionieren. Nee, ist nicht. Deswegen immer kontrollieren und wirklich. Viele sind auch erst undicht, wenn der Tank komplett voll ist. Also das habe ich tatsächlich einmal erlebt und es ist wirklich unschön, weil ich tank voll, fahre eine Minute, stelle meine Rolle irgendwo anders ab, chill dann eine halbe Stunde, will ihn dann wieder anlassen, der geht nicht. Vergaser ist voll mit Benzin, Zylinder ist voll, Auspuff ist voll mit Benzin, ist halt überall reingelaufen. Da muss man erstmal eine Million Mal treten, bis man den ganzen Sprit mal durchgepustet hat und dann springt er vielleicht irgendwann mal an. Und das sind wirklich so Sachen. Neuer Unterdruckhahn kostet nicht viel, Kontrolle kostet auch nicht viel, neuen einbauen und ihr habt Ruhe. Das war alles zum Unterdruckhahn. Falls ihr noch andere Ideen, Anregungen, Fragen habt, könnt ihr jederzeit schreiben oder falls ihr irgendwie sagt, hey, zu irgendeinem Thema, mach mal dazu ein Video, kann ich auch gerne machen. Ansonsten jederzeit bei Instagram schreiben, Rocky Roller Doktor oder einfach in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Okay, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Das Video jetzt
War wirklich sehr kurz, aber es geht halt wirklich nur um den Inhalt. Wenn jemand genau diese Info braucht, dann kriegt das in diesem Video. Klar, ich kann ihn nicht übertrieben lang machen, weil braucht ja kein Mensch. Das ist wirklich nur ganz kurz. Aber dafür habe ich einen kleinen Bonus für euch. Und zwar habe ich Fanpost bekommen, meine allererste. Und die werde ich hier, hier ist das Paket, schau mal hin. Die werde ich direkt gleich mit euch öffnen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ja, wir werden einfach mal sehen, was drin ist. Ich bin auch schon sehr gespannt und die kommt von Dennis, von ja, einem meiner Zuschauer, der mich immer supportet und unterstützt. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Hoffentlich keine Bombe. Das wär's ja jetzt. Geil. Oh mein Gott, okay. Man sieht, er kennt mich schon sehr, sehr gut. Handschuhe, ganz viele Handschuhe. Geil, Dankeschön. Ihr wisst ja, ich bin der Doktor. Doktor muss immer mit Handschuhen arbeiten. Oh mein Gott, ist das geil. Panzertape kann man immer gebrauchen. Grandios. Hey, Dennis ist echt grandioser Kerl. Hey, eine Schutz-Sonnenbrille. Alter, normale Schutzbrillen. Hey, der Wahnsinn. Eine Zange. Sehr cool. Der Mann weiß, was ich brauche, worauf ich stehe. Was haben wir hier noch? Okay, Dichtungsmasse wahrscheinlich. Gasket hier. Geil, kann man immer gebrauchen. Nochmal Schutzbrillen und noch mehr Handschuhe. Okay, auch ganz wichtig, Fernschrauber, Kabelbinder, auch genial. Okay, was haben wir hier? Nochmal ein Paket. Wir schauen mal rein, was drin ist. Und ja, Flexscheiben. Geil, geil, geil. Eine Stahlbürste für die Flexaufsatz. Ey, geil, einfach geil. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Und nochmal Trennscheiben für die Flex. Geil. Einfach geiles Material, geiles Zeug, was man immer gebrauchen kann. Vielen lieben Dank. Ich danke vor allem Dennis gerade und natürlich auch allen anderen Zuschauern. Ihr seid die Besten, ihr seid richtig cool. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.